Santa Cruz de la Palma. Sicherlich die schönste unter allen Hauptstädten der Kanarischen Inseln, wurde 1493 von Fernández de Lugo gegründet. Bürgerhäuser mit geschnitzten Balkonen, prunkvolle Adelspaläste mit Renaissancefassaden, romantische, schattige Plätze oder eindrucksvolle Kirchenbauten. Der Charme vergangener Zeiten ist allgegenwärtig. Durch den Handel mit Amerika gelangte die Hafenstadt schnell zu großer Bedeutung und Reichtum, war aber auch lohnendes Ziel für Piraten und Freibeuter. 1553 zerstörte der Korsar Leclerc die Stadt fast vollständig. Beinahe alle Gebäude mussten neu errichtet werden. Im Convento de San Francisco, einem früheren Franziskanerkloster, dessen Baubeginn im Jahr 1508 liegt, ist heute das Inselmuseum untergebracht. Zu den malerischsten Plätzen der gesamten Kanaren gehört die Plaza de España im historischen Stadtkern von Santa Cruz. Die eindrucksvollen Fassaden der Patrizierhäuser wohlhabender, spanischer, irischer und flämischer Familien umgeben den palmenbestandenen Platz. An einer Seite die Iglesia del Salvador mit prachtvollem Renaissanceportal, davor ein Denkmal für den Pfarrer Manuel Díaz, der sich während der Befreiung Spaniens von der Herrschaft Napoleons für eine fortschrittliche Verfassung einsetzte. Im frühen spanischen Renaissance-Stil ist das Rathaus der Stadt aus dem Jahr 1563 erbaut, das früher als Bischofssitz diente. Vor dem Convento de Santo Domingo findet alle 5 Jahre während der Bajada de la Virgen de las Nieves der Tanz der Zwerge statt. Dabei werden den kostümierten Tänzern die Beine ab den Knien zusammengebunden, die dann im Zwergenschritt Polka tanzen. Malerisch ist die farbenfroh renovierte Häuserzeile an der Calle Marítima mit ihren geschnitzten, blumengeschmückten Balkonen. Es heißt, in den sichtgeschützten Abschnitten der Balustraden hätten die Frauen gesessen, um zwar das Straßenleben beobachten zu können, aber vor begehrlichen Blicken verborgen zu sein. Verborgen bleibt auch die Pflanzenwelt der Wolkenzone. Dicke Nebeldecken breiten sich über die Natur und nur selten geben sie den Blick frei auf die reiche Vielfalt der Gebirgsflora. Sattes Grün, blühender Lavendel, die Wolken des Nordostpassats stauen sich an den gewaltigen Höhenzügen im Zentrum der Insel und bringen genügend Niederschlag für ein üppiges Pflanzenwachstum. Ausreichend Feuchtigkeit brauchen auch die Bananenstauden, deren großflächige Anbaugebiete im Westen und Osten La Palmas liegen. Nach Zuckerrohr- und Weinanbau sind die Bananenpflanzungen jetzt die dritte Monokultur der Insel. Die größten und ertragreichsten Bananenplantagen liegen in der Mündung des Aridane-Tales und reichen bis an den Ortsrand von Tazacorte. Der morbide Charme der alten Fincas steht in dekorativem Kontrast zu den prachtvollen Fassaden der Patrizierhäuser. Beliebter Treffpunkt auf der Plaza vor der St. Michaelskirche ist der mit kunstvoll bemalten Fliesen geschmückte Laubengang. Zauberhaft ist die Zeit der Mandelblüte im Nordwesten La Palmas, die in die Monate Januar und Februar fällt. Früher exportierte man die Mandeln, heute werden sie wegen des erheblichen Arbeitsaufwandes teilweise nicht einmal mehr geerntet. Um
Um diese Zeit reifen auch die essbaren Früchte der Feigenkakteen. Für viele Tiere ein Leckerbissen. Bei Mathol liegt die prähistorische Cueva de Belmaco. Ob Residenz der altkanarischen Herrscher oder Sterbehöhlen des Volkes, die Meinungen gehen auseinander. Auch die Bedeutung der eingeritzten Petroglyphen, die man an verschiedenen Orten der Insel gefunden hat, liegt im Dunkeln. Entdeckt wurden hauptsächlich Spiralen und Wellenlinien. Die ältesten Zeichen sollen vor 2000 Jahren entstanden sein. Neueren Datums sind die Gravuren der Keramikgefäße, die in der Nähe von Mazo gefertigt werden. In der vorbildlich restaurierten Mühle El Molino ist die Werkstatt der Künstler untergebracht, die unterschiedliche Gefäßformen ohne Töpferscheibe aus dunklem Ton aufbauen. Funde aus altkanarischer Zeit belegen, dass die Herstellung von irdenem Hausgerät auf La Palma weiterentwickelt war als auf den Nachbarinseln. Die Töpfer bei der Arbeit. Gelassene Atmosphäre, trotz konzentrierter Ruhe. Sichere, gekonnte Handgriffe einer produktiven, traditionellen Beschäftigung. Fein gearbeitet, formschön und reich verziert, die Tradition wird fortgeführt. Man wandelt auf den Spuren der Ureinwohner. Aus Bruchstücken werden Gefäße rekonstruiert, alte Muster maßgenau kopiert, die überlieferten Proportionen übernommen. Gebrannt und gehärtet im Feuer, nicht nur für die schwarze Keramik trifft das zu. Auch die Insel La Palma wurde im Feuer geboren. Der jüngste Vulkan Teneguía an der Südspitze der Insel entstand erst 1971. Das Malpais, das schlechte Land aus erkalteter Schlacke und Lava, erstreckt sich um den Vulkankegel. Schwefelgeruch hängt in der Luft und aus Erdspalten drängt die enorme Hitze nach oben. Im Norden ändert die Landschaft ihr Aussehen. Schroffe Steilküsten fallen ins Meer ab, geben den Blick frei auf bizarre Felsen, umtost vom rauen Atlantik. Dicht bewachsen sind die Abhänge der Nordwestküste. Euphorbiensträucher, Tabaibas und kakteenartige Wolfsmilchgewächse bilden eine fast undurchdringliche grüne Decke. Die robusten, pflegeleichten Ziegen sind zwar auf allen Inseln der Kanaren zu Hause, finden jedoch nicht überall so viele frische Kräuter wie auf der Isla Verde, der grünen Insel La Palma. Schon die Altkanarier hielten die Tiere als Lieferanten für Milch, Käse und Fleisch.
La Palma ist mit über 40% baumbestandener Bodenfläche die waldreichste Kanareninsel, wobei die kanarische Kiefer den größten Anteil ausmacht. Auf humusarmem, sogar steinigem Untergrund halten sich die immergrünen Bäume, die bis zu 30 Meter Höhe erreichen. Noch an der Waldgrenze der Caldera in 2000 Meter Höhe recken die gewaltigen Pinien ihre Äste mit den langen Nadeln in den Himmel, um die Feuchtigkeit der Wolken aufzufangen. Einer der größten Vulkankrater der Welt ist die Caldera de Taburiente. Etwa 10 Kilometer Durchmesser misst der riesige Kraterkessel, in dem über 100 Quellen entspringen, und der Taburiente, der als einziger Fluss der Kanaren gilt. Höchste Erhebung des Kraterrandes ist mit über 2400 Metern der Roque de los Muchachos. Zum Teil erklärt sicherlich die Mystik der grandiosen Insellandschaften, gemeinsam mit dem tiefen religiösen Glauben der Erwählten, die zahlreichen Marienerscheinungen, die auf fast allen Inseln überliefert sind. Im Wallfahrtsort Las Nieves steht das Kirchlein Santuario de Nuestra Señora de Las Nieves aus dem 17. Jahrhundert. Seit über 300 Jahren wird zu Ehren der Madonna vom Schnee in Santa Cruz die Bajada gefeiert, eines der größten und wichtigsten Feste des Archipels. Alle 5 Jahre wird dabei die Terrakotta-Figur der Mutter Gottes in einem spektakulären Umzug von Las Nieves in die Hauptstadt geleitet. Gegenüber der Kirche die sehenswerte Casa de Romeros aus dem Jahr 1629. La Palma ist reich an exotischen Pflanzen. Das Frühlingsklima lässt alles prächtig gedeihen. So ist auch das Städtchen San Andrés im Nordosten der Insel ein farbenfroher Anblick. Seitdem der Ort 1903 seine Vorherrschaft an Los Sauces verloren hat, döst er still vor sich hin und widmet sich ganz der Aufgabe, malerische Ansichten mit Meerblick bereitzuhalten und mit der reichen Blumenfülle seiner Gärten und Parks die Besucher zu begeistern. Zum Gemeindegebiet von San Andrés y Sauces gehört der einzigartige Lorbeer-Urwald Los Tilos. Steile Felswände, überwuchert von Farnen und Ranken, das Plätschern des Wassers, das sich seinen windungsreichen Weg sucht. Der schönste Abschnitt des herrlichen Naturschutzgebietes ist der Barranco de Agua. Immer wieder stößt man auf Quellen und Wasserfälle im moosig-dämmerigen Grün des dichten Waldes. Sie ergeben sich nicht nur aus den häufigen Regenfällen, sondern ebenso aus den Nebeln der Passatwolke, die den Nordosten häufig einhüllt. Zauberhaft ist die einmalige Vegetation, die Wärme und Feuchtigkeit geschaffen haben. In 300 bis 1000 Meter Höhe bestimmen die Lorbeerbäume das Bild des Waldes. Eine ursprüngliche grüne Wildnis.